Ahoi, oh, was geht ab, Leute? Mit einer kleinen Ankündigung. Und zwar bin ich diesen Samstag, 5.10. in Erfurt. Mac 2019, ich war letztes Jahr dort. Ich blende euch nebenbei ein paar Szenen ein. Mac 2018 war ich dort, war ganz lustig. Überraschenderweise waren die Incognito-Buchstaben am Start und dementsprechend eine Menge Interesse von den ganzen Pokémon Go-Spielern. Viele sind dann spontan dahin gefahren, viele sind nur für Pokémon Go dorthin gefahren. Ich hatte so oder so Interesse an der Messe, natürlich Manga, Anime und Gaming. Alles drei Sachen, die mich ansprechen, dementsprechend war ich dort. Und dann, zur Überraschung, gab es auch noch die Incognito-Buchstaben, die ich dann gerne noch mitgenommen habe. Gab natürlich noch andere viele Sachen, also die Messe an sich war schon cool. Dementsprechend bin ich dieses Jahr wieder da. Pokémon Go ist diesmal nicht offizieller Partner, hat keinen Standort, also Niantic hat keinen Standort, so wie letztes Jahr, aber sie haben trotzdem eine Kleinigkeit dorthin geschickt, und zwar alle Gen 4 Starter vermehrt und dann halt Lockmodule für 4 Stunden und höchstwahrscheinlich dann auch gesponserte Stops, weil sonst gäbe es dort nicht wirklich genug Stops, wo es halt dann überhaupt jemanden interessiert, dass die 4 Stunden laufen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn da nur ein Stop normal wäre, was juckt mich, ob der 4 Stunden läuft oder nicht, das Modul da drauf, wenn da keine Stops sind. Also ich nehme an, dass da wieder diese eine Gasse am Parkplatz voll ist und die kann man immer rauf und runter laufen, das war nicht schlecht. Aber wie gesagt, mich interessieren auch die ganzen anderen Sachen, deswegen schaue ich dort am Samstag vorbei, ich fahre in der Früh hin und am Abend wieder zurück. Ist eigentlich recht easy, 2-2,5 Stunden Fahrt mit dem Zug, ICE, passt. Letztes Jahr gab es Let's Go Evoli und Pikachu, das war ja da noch nicht veröffentlicht, relativ neu, und Smash Ultimate. Das war auch da noch nicht veröffentlicht und relativ neu. Oder gerade veröffentlicht erst. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe beides getestet, auch dann die ganzen Manga-Anime-Sachen abgecheckt. Das war auch ganz cool. Dieses Jahr gibt es ein paar interessante Panels, habe ich gesehen. Dann habe ich auch bei ein paar Workshops mitgemacht. Die waren echt interessant. Da war The Floyd mit dabei. Der hat über Social Media Influencer-Zeugs geredet. Das Leben als Influencer. Das war sehr, sehr interessant. Mal schauen, ob es da diesmal wieder ein paar interessante Workshops gibt. Dann bin ich auf jeden Fall auch am Start. Eine Menge Zuschauer getroffen, das ist natürlich auch ganz wichtig. Dementsprechend alle, die aus Erfurt kommen und der Umgebung, könnt ihr gerne vorbeischauen, dann sieht man sich. Und letztes Jahr habe ich eine Menge getauscht, da gab es noch keine Glücksfreunde. Da haben wir dann einfach getauscht und eine Menge Glücks-Pokémon bekommen, aber ohne den garantierten Glückstausch. Vieles für meine damals Lucky-Sammlung. Grüße gehen raus an alle, die ich letztes Jahr getroffen habe. Und ich hoffe, ich treffe auch dieses Jahr viele von euch. Aber wie gesagt, Ausbeute war echt gut. Ich kann mich echt nicht beschweren über die Ausbeute, die wir da alles ertauscht haben. Letztes Jahr war ganz saftig. Ich hoffe, dieses Jahr wird auch ganz geil. Wie gesagt, die Incognito-Buchstaben sind nicht am Start, aber dieses Jahr haben wir auch für die Gamescom keine rausgehauen. Also ich glaube, die machen das nicht mehr mit den Buchstaben für irgendwelche Events, sondern echt nur noch für ihre eigenen Safari-Zonen und Go-Feste und sowas, damit das immer noch was Besonderes bleibt. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr war Mewtwo am Start. Und die Raids, Alter, die Raids waren so voll dort. Und immer bei dieser Hauptarena, eigentlich jeden Tag ein Raid. Das war echt perfekt für alle Messebesucher. Die konnten dort ihren Tagespass loswerden. Das ging echt krass ab dort. Aber naja, wie gesagt, ich bin am Samstag dort. Vielleicht sieht man sich. Wird bestimmt lustig. Ich bin gespannt. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Memes ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.